Hallöchen, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich diese wunderbare Lokomotive hier für euch. Und zwar der gute Mike C. in Zusammenarbeit mit Skyjoe und Bandion. Die Baureihe 250, so wurde sie damals bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR bezeichnet, wo sie ja auch entwickelt und gebaut wurde und dann als die Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn in den Bestand der Deutschen Bahn AG übergegangen sind. Bei der Bahnreform wurde sie dann umbezeichnet in Baureihe 155. Unter diesem Synonym, unter dieser Bezeichnung, werden die meisten diese Lokomotive kennen, auch als Brotkasten oder auch als Stromcontainer bezeichnet. Ist eine schwere Güterzuglokomotive, sechsachsig und wurden, ich glaube, 270 Stück war die Stückzahl, in der sie gebaut wurde, in den Jahren 77 bis 1984. Ich glaube, Anfang der 70er Jahre wurden noch 3 oder 4 Prototypen gebaut. Und dann ging sie ab 1977 in Serienproduktion. Ja, und ist bis heute noch im Einsatz. Ich glaube, die Deutsche Bahn hatte sie 2019 ausgemustert, aber dann doch wieder ein paar Lokomotiven reaktiviert. Aber bei Privatbahn ist sie definitiv noch im Einsatz und ja, Download-Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung, das kennt ihr ja, einmal auf Steam erschienen und einmal im Transportfieber-Forum und ja, lieben Dank an den guten Mike C. und die anderen beiden Beteiligten und ja, lasst ihm bitte einen netten Kommentar da, wenn ihr Lust habt, wenn euch diese Lokomotive gefällt und doch auch ein Like, das ist es auf jeden Fall wert. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an, wir haben hier einmal die Lackierung in DB Cargo in Verkehrsrot. Wunderbares Modell. Ich möchte mit euch gleich mal reinspringen. Wir haben hier nämlich auch verschiedene Ansichten. Genau, guckt euch das mal an. Ist das nicht Bombe? Also für Transportfieberverhältnisse ist dieser Führerstand, glaube ich, ja, auch wie der Lokführer hier sitzt. Das haben wir auch schon ganz anders in Führerständen gesehen. Richtig grandios, also da wurde sich definitiv mega viel Mühe gegeben. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also da erkennt man schon den Führerstand wieder. Also Wahnsinn. Riesengroßes Dankeschön für dieses tolle Modell. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sehr genial. Ja, wie gesagt, wir haben hier einmal die Lackierung in DB Cargo. Dann gibt es auch noch die Version mit vorderem gehobenen Stromabnehmer als Vorspann. Von jeder Lackierung gibt es dann auch noch eine Vorspann- und eine Fake-Variante. Und auch jede der Loks ist als Asset enthalten. Haben wir hier unten Baureihe 250 oder besser gesagt 155. Und dann haben wir hier die jeweiligen Fake-Varianten und die lassen sich hier wunderbar auf die Schienen positionieren. Könnt ihr auch hier auf Bodenhöhe machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, aber natürlich könnt ihr auch hier mit Punkt und Komma könnt ihr das Ganze erhöhen bzw. wieder absenken. Wunderbar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Verschiebung könnt ihr noch einstellen. Genial. Also sehr umfangreich, sehr viel Mühe gegeben. Ich finde es ja auch immer super toll, wenn da das Ganze als Asset dabei ist. Und ja, genau. Das ist auch aus. Da sind weder Stromabnehmer gehoben, noch sitzt da jemand drin, noch sind die Lichter eingeschaltet, noch brummt es, wenn da, wenn man in dem Bereich ist. Wirklich super. Dann haben wir hier die Variante in Orientrot. Ich glaube, das war die erste Lackierung der Lokomotive, als sie damals dann zur Deutschen Bahn AG kam. Da war ja das orientrote Farbschema gegeben. Und dann hier in ganz normaler Orient, genau, in ganz normaler verkehrsroter Lackierung, ohne DB Cargo Aufschrift bzw. Railion. Natürlich haben wir auch passende Beleuchtung, Zugschluss und Zugspitzensignale. Dann haben wir meinen Favoriten, gibt es ja auch schon die Ludmilla als Erfurter Bahnservice. Das ist dann die erste Variante von einer Privatbahn, Erfurter Bahnservice GmbH. Ich finde das halt toll, weil es in
schwarz ist. Und schwarz ist eine schöne Farbe. Ja, einige werden sagen, schwarz ist gar keine Farbe. Für mich ist es eine Farbe. Und dieses Design hier vom Erfurter Bahnservice finde ich einfach mega. Sehr, sehr genial. Dann haben wir die Variante der Leipziger Eisenbahn. Auch in diesem Bordeaux-Rot. Ist auch die Baureihenbezeichnung 250. So sind sie ja damals in der DDR gefahren, in diesem Bordeaux-Rot. Auch sehr, sehr schön. Auch hier oben die Dachaufbauten. Steckt wirklich viel Arbeit drin, wirklich viel Liebe zum Detail. Ich sehe gerade, ich habe hier noch die Bezeichnung von der Dieseltriebwagenmeisterschaft FCU-ALN. Ja, das hatte ich ja hier immer eingetragen, das habe ich jetzt nicht weggenommen, aber das wird wohl nicht stören. Dann haben wir die Variante der MEG, der Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft. Dort fährt sie unter der Bezeichnung 705. Ja, ist quasi Orientrot mit MEG-Aufschrift. Dann haben wir hier die Variante der Pressnitztalbahn. In diesem, ja, Himmelblau. Ja, etwas heller als Himmelblau. Auch schick. Dann haben wir Railpool. Da sind sehr, 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 sehr viele Lokomotiven hingegangen, nachdem sie bei der Deutschen Bahn AG ausgemustert wurden. Ich glaube, Railpool und Toshiba haben viele dieser Lokomotiven aufgekauft. Dann haben wir hier die Variante der DB Railion Logistics. Gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Ist ja übergegangen in DB Cargo. Und dann die Ursprungsvariante, die 250er. Wo ich sagen muss, es sieht halt unfertig aus. Das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, weil hier unten die Radreifen und der ganze Unterbau, der sieht halt aus, als wäre er nicht lackiert worden. Wenn man sich das hier anguckt, ist es ja schwarz, ne? Oder hier in so einem Grau, oder wie hier, da ist es ja auch schwarz. Und natürlich hat der Modder dieses Modell fertig gemacht, aber es wirkt halt so, als würde da noch eine Textur fehlen. Und so ist sie ja wirklich damals released worden, wollte ich fast sagen, veröffentlicht worden. Das sieht halt für mich aus, als würde da noch der Lack fehlen. Deswegen für mich, ich finde es hässlich. Natürlich werden Eisenbahn-Nostalgiker sagen, nee, ist nicht hässlich, aber ja, ist alles Geschmackssache. Ich finde halt, ja, auch wenn ich es jetzt schon dreimal gesagt habe, ich sage es gerne nochmal, es sieht unfertig aus. Hier können wir auch nochmal in den Führerstand springen. Es soll nämlich insgesamt vier verschiedene geben. Wahrscheinlich liegt die Sache dann im Detail, was ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein anderer Führerstand als hier. Das erkenne sogar ich auf den ersten Blick. Ne? Hier ist komplett alles anders angeordnet. Das ist jetzt die... Ach, guck mal einer an. Okay. Da ist der vordere und der hintere Führerstand ist anders. Ne? Wir sind ja hier im vorderen. Das müsste ja dann hier der hintere sein. Ne, das ist der gleiche. Wir springen nochmal raus und springen nochmal rein. Und das hier ist der Führerstand der, yep, der Verkehrsroten von Railion. Und das hier ist der Führerstand, wie er damals bei der Variante der Deutschen Reichsbahn war. Also auch darauf wurde geachtet. Es ist wirklich... ein riesen geiles Paket. Das war ja noch eine der Lokomotiven, die es ja schon zu Transport Fever 1 Zeiten gab, die aber noch nicht zu Transport Fever 2 neu gebaut wurde, sage ich mal. Und ja, damit hätten wir die jetzt auch im Angebot. Mega geil, ich finde es echt super. Ich gehe nochmal mit euch schnell ins Depot, zeige euch das nochmal hier. Da geht ihr dann hier natürlich auf elektrisch, scrollt hier runter und dann haben wir hier die ganzen Varianten.
Ach, die habe ich noch vergessen aufzustellen hier. Die 250er in Orientrot. Die gehört natürlich noch dazu. Ist dann aber dasselbe wie die 155er, nur dass 250 dran steht. Und dann haben wir hier, wie gesagt, noch die Fake-Varianten. Hier oben seht ihr die Preise. Kostet schlappe 19 Millionen und 3,2 Millionen Unterhalt im Jahr. Fährt 125 km/h. Eine Leistung von 5100 Kilowatt, 480 Kilonewton Zugkraft und wiegt 123 Tonnen. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr die Mod aktiviert, noch einstellen, welche Varianten ihr haben wollt, ob die sichtbar oder unsichtbar sind, ob die Lokomotiven schon ab 850 verfügbar sind oder halt erst ab ihrem Erscheinungsjahr und ob sie ein Endjahr haben oder nicht. Also ja, eine Premium-Mod, wie ich immer so schön sage. Jetzt habe ich auf Pause gedrückt und ja, ich ziehe immer gerne den Vergleich zum Train Simulator. Da hätte so ein Paket mindestens 20 Euro gekostet, also immer dankbar sein für so tolle kostenlose Mods. In dem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.